Hallo Leute, kommt beim XXL Farm und wir müssen hier leiderweise weiter. Rubon. 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 Naja, man kann nicht immer anders arbeiten. Andauernd Rubon. Und der Fendt kommt auch seine Stunden ran, das ist auch gut. Der 1050er, weil der momentan nur für schweren Arbeit gemacht wird. Nicht für die leichte Arbeit, nur für die schweren. Und mal schauen, vielleicht mache ich hier dann die Ansehen auch noch oder düngen oder keine Ahnung. Weil die Gülle muss weg. Gülle. Das heißt, weil dann kommt wieder den 700er wieder zum Zug. Wo er dann auch wieder seine Leistung aufspielen kann. Und dann mal schauen, wie weit das die dann hier Gülle fahren müssen. Weil hier brauchen wir sehr, sehr viel Gülle. Und die kleine Tank, wo wir haben, das wäre wahrscheinlich für die Gülle fahren wieder zu klein. Dann müsste ich den 3-4 Mal fahren, bis ich den Güllefass voll habe. Und ja. Sorry. Ein bisschen Husten. Muss ein bisschen Husten aufnehmen, nicht? Aber jetzt soweit, dass den Gruppen oder die Missionen machen müssen, müssen wir halt daran halten. Aber das geht schon noch schnell ratzfratz, aber eben, es geht nicht immer so, wie wir wollen, ne? Weil den Gruppen müssen wir dann zurückgeben. So schnell wie möglich. Aber mal schauen. Mir nicht durch, mir nicht durch. Entweder langsam dreckig. So. Ich konnte mir auch den Helfer laufen lassen, könnte ich auch, aber den Helfer laufen lassen wird dann zu lang dauern, es wird mir viel Geld kosten und darum würde ich sagen, wie ich mache nur die Ding noch. Bäumen flackert.
Oh. Weil der ist zwar größer als der Schneidewerk, aber naja. So, jetzt wieder rüber. So. Ja, super wieder. So eine wäre sogar noch gut, wenn man könnte, also quasi so eine Gruppenmission. Wir haben keine Gruppenmission mehr. Quasi Gruppen und Ding ist. Spieler von. Hafer ernten, man könnte das auch noch machen. Bei 13. Ja, Ideen hier, aber das ist übelst groß. Aber nur Ding. Nur Gruppe. Nur Dreschen meine ich. Dass wir dann nach dem Dreschen halt dann unsere Pause machen. Weil jetzt wird langsam, also es wird schon kleiner, nur es dauert aber ewig unter 10 Jahre, ne? Bis wir hier fertig sind. Also Feld 13 würde wirklich gut überlegen, ob wir das nicht machen würden. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, die ist glaube ich hier nicht schön gerade, glaube ich. Tut, tut. So, jetzt rüber. So. Weiter geht's. Weil auch hier wird so hier unten wahrscheinlich, also wenn wir jetzt wirklich die Auftrag machen würden, würde ich gucken, dass hier, also hier gerade Linie wird und runter oder hier so. Aber dann ist es wieder auch wieder blöd, wenn wir dann fahren, denn ich denke so zweimal außer rum und dann auch nur längs fahren. Weil hier zu grün war echt eine harte Arbeit gewesen hier. Nur wenn wir jetzt auf den nächsten Tag gehen, kann sein, dass der Auftrag weg ist. Darum bin ich am überlegen, sollen wir jetzt einen Tag rüber gehen oder nicht, oder? Weil dann würde ich gerne den hier als Abfahrer nehmen. Und nicht die 700er Fendt, sondern den hier als Abfahrer. Weil den kann der 700er schön eine Pause machen. Weil momentan haben wir, weil die beiden, sorry Leute, die beiden würden wahrscheinlich auch Mai machen. Oder
Den Mais und dann hier oder hier wieder rüben machen. Und hier will wahrscheinlich nochmal Grasfeld draus machen. Weil Mais wird uns. Aber das Problem ist, ich würde gerne die zum Beispiel das. Weil da hätten wir 38 Pressen. Wir hätten alles. Wir hätten wirklich alles. Außer den Wickler nicht. Aber den Entwickler kostet, wenn wir jetzt sagen, okay, wir holen ein. Entweder sowas. Ah, aber das ist selbstfahrender. Pressen. Wikon Presse. Ah, das ist ein alter. Leider ein alten. Ja, das ist leider ein alten. Nee. Würde entweder den nehmen, der wäre sogar nur der Überburner, der hier hat alle die einem Ding, wäre noch ganz geil, also die beiden sind glaube genau das gleiche, nur einmal gebotelt, die Speziallackierung und einmal die normale Lackierung. Wo ist nicht Bahntransport hier, weil die haben nicht als Original, ja, die haben nicht als Original. Der wäre auch geil, aber der braucht ja, das wäre gerade der Fan 700 gerade noch mögen ziehen. Der braucht 250 und da kannst du zwar alles machen, ne? Ich glaube, das ist Zuckerrübenschnitzel, glaube ich. Rüberschnitzel aus Bannen wäre schon mal so eine geile Aktion gerade. Aber wir gucken gerade, was ist das Ding, aber glaube Rüberschnitzel. Ja, schon mal geil zu testen, zu probieren, machen tun. So, gucken wir mal, was das für ein Symbol ist. Aber ich glaube, es ist Rüberschnitzel. Ja, Rüberschnitzel. Eine könnten wir rüben. Jetzt noch ein, zwei Ladungen einmal rüber. Ding, aber glaube, da habe ich für Rüberschnitzel gar nichts, glaube ich. Außer. Warte, wo ist die? Bin hier. Aber die kostet aber 350.000. Das mit dem hier. Aber der wär für Rüben dann umgebaut. Holt Ackschnitzel, nein. Rüben, Rüberschnitzel, ja. Ballen, Schwadern. So, den würde ich eher lieber rübergehen. Aber haben wir eine Rübenecke? Das haben wir eben auch noch nie ausprobiert. Wahrscheinlich. Muss ich gerade gucken. Wir haben vorhin gemacht, Rüben. Rüben gewechselt. Das ist noch zum Aufsammeln. Förderbänder Aktion. Nein, nein, nein.
Ich muss mal gucken, wie man sonst Rübenschnitzel macht. Ah, ja, jetzt weiß ich. Frontlader und dann mit dem hier, mit Ruben. Das wäre eine Aktion eigentlich, also mal halbe Tonne. Also, aber glaube anhängermäßig, aber nur den vom Yogi, glaube ich. Genau den hier. Aber eine Million wäre es wieder zu viel. Also glaube ich, würde den runterfahren. Dann würde ich entweder mal gucken, was haben wir da als Anhängerangebot. Warten wir auch. Braucht mal gucken. Leiderweise bringt den genau uns jetzt genau nichts. Riegel 36.000 für. Okay, das wird groß. Das war auch nicht schlecht, den zu nehmen als Striegel. Ich glaube, das ist ein Striegel. Warte mal, gucken wir mal nach dem Striegel. Ob das ein Striegel. Man sagt, Fan, da ist es. Ja, ist. Such gerade. Ist nicht immer einfach, einen Strick zu suchen. Ja, Strickel. Ja, ist der hier. Der hier. Ja, und ja. Ich würde mal sagen, ja, kaufen. Ist zwar gebraucht, aber man kann jetzt auch schön gute Gebrauchtzeugs kaufen. Würde mal sagen, wir kaufen das Gebrauchte, weil das bringt. Aber haben wir einen Strich? Wir haben nur einen Striegel hier. Striegel haben wir nur ein klein. 15 Meter. Dann haben wir 10 Meter breiter. Nur das Problem ist, wir haben für das, was wir tun, nicht das Feld. Das heißt, wir könnten mal kaufen und mal stehen lassen. 21 Meter. Ah, der wird gerne länger. 40, ja, jo. Weil haben wir auch ein. Warte mal, ich will mal ein paar Sachen nachgehen, Leute. Frontlader haben wir, aber ne, weiß nicht, an wem das dann gekuppelt ist. Frontlader haben wir den. Das haben wir. Cool. Ja, dann wird das die Presse gut zum Testen jetzt gerade. Licht einschalten, das wird langsam dunkel hier. Aber dann wird es sich lohnen, die Presse zuzulegen. Nach meiner Meinung, ne? Weil die Presse wird dann. Wäre vielleicht mehr oder weniger auch wieder rumstehen, aber. Aber dann würde ich mal sagen, wir kaufen den mal. Aha, weißt du, was wir dann danach auch Problem haben? Ah, ne, ja, wir haben noch keinen Häcksler. Will mir mal ist. Wir haben nur momentan noch keinen Häcksler. Ja, wir haben Drescher, aber noch kein Häcksler. Der Häcksler wird den Bike kosten. Weil ich würde gerne auf der Kantane gehen.
Weil okay, auf meinem Projekt auch nicht schon Katana oder was mir auch noch überlegt habe, aber es wäre wahrscheinlich für den Preis aber übelst verteuert. In Krone, aber in Dinger. Das Bunker, ich glaube, das bringt mir gar nichts. Oder was wir machen können, mal ein Ding nehmen. New Holland. Als zweite Methode. Der kostet halt einfach, warte mal, GPS. Aber der hat kein Zerliermittel, aber doch, der hat Zerliermittel. Aber der hat 20 Liter Zerliermittel dabei. Ja, okay. So ein. Das als Testversion. Oder bis ich das Feld habe, können wir mal ab und zu mal alles mieten und testen. Man könnte auch der als Mietwechsler sonst auch den nehmen. Fällt mir gerade auf, wir haben den Roche Marsch nicht mehr, dann würde den kurz mieten. Den Glas. So, mein Lieben, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.